Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, die Wettervorhersage sagt nichts Gutes. Stürme und Feuer erwarten uns. Feurige Stürme. Wir beginnen jetzt mit Level 3-3, Samba im Sturm. Und schauen mal, wie stark die angekündigten Stürme sein werden. Oder tatsächlich sind. Ja, man sieht schon im Hintergrund. Ich glaube, Auswirkungen auf unsere Bewegung hat das erstmal noch nicht. Ja, doch, diese komischen... Hey, lass mich an die Banane da hinten. Ah, hier werden wir ja richtig weggeworfen. Ich springe übrigens nicht, das machen die Stürme. Hey, da ist doch was, das sehe ich. Ein Diddy Kong Fass. Sollen wir Diddy Kong nehmen? Ich hätte aber schon gerne die zusätzlichen Lebenspunkte. Bleiben wir erstmal beim Dixie wieder. So. Ei, nein. Verdammt, ich glaube, wir hätten ihn gebraucht, dass wir oben an die Bananen kommen. Wobei mit Dixie ist das ja eigentlich kein Problem. Aber hier ist noch was drin. Eine Bananenstaude. Wir haben noch kein Puzzleteil gefunden. Das irritiert mich gerade. Wow. Oh, wir haben ein Rambi-Level. Ein Rambi-Level. Und hier haben wir ihn schon. Dann müssen wir doch erstmal wieder zurück. Weg mit dir. Ja, hier haben wir das erste Puzzleteil in diesem Level. Dann schauen wir mal, wie viele es hier überhaupt gibt. Ja, den Wechsel zwischen den Plattformen, den finde ich immer, ja, riskant. Fünf Stück. Dann kann es sein, dass wir tatsächlich noch nichts verpasst haben. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts gesehen. Aber das heißt ja nichts. Weg mit dir. Da macht sogar Rambi einen ordentlichen Abflug. Meine Nase kribbelt. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Ich habe es ja extra noch angekündigt. Na, wir haben das zweite Puzzleteil. Oh Gott, gleich kommt noch einer. Ah, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Was habe ich hier nur? Allergien? Eine Windallergie. Ja, Schild und Helm bringt dir nichts, wenn ich Rambi hab. Da kriegst du einen Tritt. Aha, jetzt kommen auch noch Blitze. Nein. Ist ja wie bei Donkey Kong Country 3. Rambi, ich muss mal kurz absteigen. Ah, nur eine Münze. Und dann werden wir auch noch mit Fischen beschossen. Was ist das nur für eine merkwürdige Welt hier? Weg mit dir. Ja. Ich hab schon mal gesagt, mit Essen spielt man nicht. Oh, was haben wir jetzt? Jetzt kommen hier die ganzen Gegner angeflogen. Ah, vor dem Feurigen müssen wir uns in Acht nehmen. Rambi, bleib hier. Rambi, bleib hier. Ich muss trotzdem mal kurz absteigen. Ha, Puzzleteil Nummer 3. Und dazu diese dramatische Musik. Na, haben wir wieder Blitze? Nein. Ich glaube, wir werden gleich den Wind auch beim
Steuern zu spüren bekommen. Ah, jetzt haben wir auf Diddy gewechselt. Ja, jetzt merken wir den Wind. Gib Gas, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Das N, das ist wichtig. Ah, nein. Ich dachte zuerst, das wäre ein geheimer Gang zu einem Puzzleteil, aber das war einfach nur ein einbrechender kleiner Steg. Okay, wir haben aber gleich, glaube ich, nochmal Randy. Hier auf diesem Abschnitt, wo uns die Gegner entgegengeflogen kommen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht getroffen werde, denn das können wir mit Donkey Kong nicht ab. Mit Rambi schon, ausgenommen der brennende Gegner. So. Ah, ich habe auch... ich merke das gerade beim Springen. Ich halte die Sprungtaste gedrückt, um den Sprung ein bisschen abzubremsen. Aber uns fehlt ja auch Diddy Kong. Aber hier haben wir ihn wieder. Okay. Ja. Oh, Mist. Rambi, bleib hier. Ah, er geht zumindest gemütlich weg. Ah, da müssen wir doch nicht springen. Nur bei den feurigen Gegnern. Da ist das N. Das ist wichtig. Ah, Rambi. Rambi, Rambi. Bleib. Bleib. Hast du Rollschuhe an oder was? Wow. Ah. Wow. Okay, okay. Da müssen wir rein. Das hat geklappt. Müssen wir hier wieder alle Bananen sammeln? Nein, ich glaube, wir werden von den Blitzen verfolgt. Entschuldigung für die Geräusche. Eieiei, ist das stressig. Da links war was. Aber das mache ich, glaube ich, nicht mit Rambi. Das ist mir zu link. Wow, okay. Alles gut, wir haben das nächste Puzzleteil und befinden uns im Auge des Sturms. Weg mit dir. Nur Bananen. Aha, Bambi, bleib hier. Bleib hier. Nein. Okay. Das war dumm. Hatten wir einen Checkpoint hier im Auge des Sturms? Ja, hatten wir. Und ich glaube, Rambi war hier auch nochmal. Weiter hinten, glaube ich. Ja, zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Zum Glück zurück. Aber Dixie haben wir nicht. Ja. So viel zum Thema Rambi. Ah, das erschwert die Geschichte jetzt etwas. Ich kann mir gut vorstellen, dass gleich ein Puzzleteil auch oben angeflogen kommt. Wow! Okay, das war eher ungewollt. Aber doch gewollt. Ehrlich gesagt habe ich nur das Fass von Dixie gesehen und dachte, ja, endlich. Und bin hier genau in das Bonus-Level gesprungen. Aber dann dürfen wir auch alle Puzzleteile hier haben. Da war mein Sprung nicht weit genug. Aber das dürfen wir noch schaffen, jawohl. So. War das das fünfte? Es war das fünfte. Oh, wo werden wir denn hier rausgeschmissen? Ich habe doch eben das Dixie Kong fast gesehen. Das will ich schon. Hier kam es jetzt, genau da hinten. Oh, Dixie, komm her. Endlich. Klappt das auch bei denen? Jawoll. Wir haben uns ein paar Bonusleben hier. Da kam der Gegner, den Kevin hier entworfen hat. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Okay. Dann müssen wir eben Schaden in Kauf nehmen. Weg, 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 weg. Wow, 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 wow. Nein! Aha! Eieieiei, lieber schnell raus hier. Wow.
Ja, den Sturm haben wir schon mal überstanden und haben auch alle Buchstaben und alle Puzzleteile gesammelt. Das ist schon mal gut. Aber wir haben ja noch Savannenbrände, die auf uns warten. Und wir haben den Weg zu Funky freigeschaltet. Ah, da gehen wir später hin. So, Feuerwasser-Limbo. Ja, wenn wir Limbo machen müssen, Dixie, dann musst du das übernehmen. Da sehe ich schwarz für Donkey Kong. Oh ja, ich erinnere mich. Wir brauchen diese Wasserbomben. Das war nur ein Leben? Ich dachte, wir finden den Puzzleteil. Oh, Entschuldigung, Leute, dass ich hier gerade die Nase so ziehe. Irgendwie habe ich gerade irgendwas. Die ganze Niesen hier. Feuriges Kerlchen. Was soll das? Ja. Weg mit dir. Ah, da ist er ja wieder. Ja. Wie lernst du nicht? So, wir nehmen natürlich wieder Dixie. Keine Frage. Löschen wir auch hier mal die Brände. Ich glaube, die Lianen können wir auch löschen. Ja. Das ist gut. Ha. Da haben wir schon ein Puzzleteil hier im brennenden Gestrüpp versteckt. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ah, wie viele Puzzleteile. Wir finden schnell weg vom Feuer. Leute. Nein, wir haben ja unsere Stärke noch gar nicht. Oh, das wäre gerade so ideal gewesen. Hier hätten wir uns 4 Lebenspunkte holen können. Gerade nachdem wir verletzt worden sind. Keine schlechte Sache. Auf jeden Fall das K. Oh, die Büsche, die bröckeln ja auch weg. Weg. Löschen. Und unten im Brand kriegen wir nicht gelöscht. Aha. Ah ja, ich glaube, hier müssen wir auch wieder alle Bananen sammeln. Ah, komm. Ja, um an das Puzzleteil zu kommen. Zum Glück ist es uns gelungen. Tja. Hättest du mal auf deine Umgebung geachtet, bevor du uns hier beschießt. Haben wir auch die Schreisäulen wieder. Wir wissen ja vom Vorgänger, dass man auch Puzzleteile finden kann, wenn man Schreisäulen zerstört. Ich glaube, hier dürfen wir uns nicht lange auf dem Boden begeben. Aber es könnte sein, dass wir die Bananen da hinten noch sammeln müssen für ein Puzzleteil. Könnte, ist aber nicht so. Schnell wieder hoch. Und jetzt haben wir noch ein Häschen, das sich da unten die Pfoten verbrennt. Dann müssen wir das so machen und schnell vor der Säule abhauen. Weiter geht's. Schon wieder so. Ein feuriger Kerl. Komm her. Das sieht mir doch nach einem Geheimgang aus. Wir haben ein weiteres Puzzleteil hier hinten. Jawohl. Das hätte mich jetzt geärgert, wenn wir uns hier in einen Abgrund katapultiert hätten. Ah. Ja, hier muss man ein bisschen aufs Timing achten, dass wir auch ja unten im Fass landen. Aber sieht ja gut aus. Und zack. Können wir jetzt nochmal gucken, wie viele Puzzleteile es hier gibt. Nachdem ich das jetzt schon ein paar Mal verpasst habe.
7 und wir haben 3. Okay. Könnte sein, dass uns was fehlt. Ich hoffe aber, dass nicht. Ja, hier haben wir schon wieder was, wo wir nicht lange stehen bleiben dürfen. Nope. Kein... What? Oh Gott. Das sah ein bisschen bescheuert aus, wie er verzweifelt nach der Liane gegriffen hat und sie nicht mehr erreicht hat. Ja, wir haben Dixie nicht mehr. Das ist ärgerlich. Er schwert wieder ungemein das Level. Aber wenn wir Dixie kriegen, haben wir den Vorteil, dass unsere Stärke gerade aufgeladen ist. Und die ganzen Leben, die wir im letzten Video verloren haben, die haben wir jetzt auch schon wieder eingesammelt. Ja, schnell weiter. Ah, da brennt ja auch. In Bewegung bleiben. Nicht die Füße verbrennen. Ah, zu spät. So, da war nichts Wichtiges drin. Dann versuche ich lieber mit den Lianen hier weiterzukommen. Oh. Und haben eine Heilung. Ach du Heiliger, das wird jetzt aber... Oh, das habe ich mir gedacht. Wow. Wir müssen das hier mal kurz löschen. Müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht zu tief bei der Liane landen, sonst sterben wir. Wir haben ja nur noch einen Lebenspunkt. Wir brauchen definitiv Dixie. Ja, meinetwegen auch Didi. Auf jeden Fall ein Begleiter. Meinetwegen auch Cranky. Aha. Nein, ich glaube... Nein. Nein, wir hätten hier wieder ein Puzzleteil gehabt. 100 Pro. 100 Pro. Lass mich mal sterben, bevor wir das Level wiederholen müssen. Ich glaube, der letzte Checkpoint... Ah, doch, der war weit weg. Und zurück können wir nicht, das bricht auch ein. Also, wir sind hier also nach wie vor ohne Dixie unterwegs. Dixie, wo bist du? Flammendes Inferno, Leute. Oh, jetzt haben wir auch wieder die 99 Leben voll. 703. Ha! Wir haben nicht mehr die 99 Leben voll, aber 703 Bananenmünzen. Also wieder fleißig Bananen sammeln. Wow. Ihr Schreisäulen. Oh, schnell weiter. Ah, irgendwie habe ich aber auch eine Kontrollverzögerung drin. Das liegt bestimmt daran, dass ich neben der Aufnahme auch noch hochlade. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Hey! Hey!
Donkey Kong muss mal Zielwasser trinken hier. Bin ich auch wieder da, oder? Nein. Stelle ist so gemein. Wach werden. Ja. Hier werde ich immer verletzt. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Herz. Sehr schön. Das Puzzleteil da unten haben wir also schnell weiter. Das O müssen wir aber wieder sammeln. Das haben wir. Oh. Genau, wichtig ist das. Und wir brauchen das N. Und ich glaube, hier kommt gleich das Puzzleteil. Jawohl. Und wir haben einen Checkpoint erreicht. Sehr schön. Das sind die Buchstaben bis N schon mal abgesichert. Oh, ihr brennt's ja. Hätte ich mich ducken sollen. Aber da hinten haben wir schon das nächste Fass. Das ist doch schon mal gut. Das war sowas von schlecht. Okay, das habe ich eben besser hinbekommen. So. Nicht die Gegner abwerfen. Wir wollen uns nämlich die 3 Stück. Sehr gut. Wir wollen uns natürlich die zusätzlichen Leben holen. Kann ich jetzt nicht auch nochmal versuchen, da oben an die Staude zu kommen? Ist auch nicht schlimm, dass uns das jetzt ein Leben gekostet hat. Ah, da brauchen wir irgendwas zum Werfen. Ah! Komischer Vogel. Oh, haben wir was zu werfen hier? Ja, sehr schön. Nur eine Staude! Ah, Leute, das sah doch jetzt echt verdächtig nach Puzzleteil aus. Mit dem Sack und dass wir nur einen Gegenstand zum Werfen haben. Da hinten sieht's nicht schön aus. Oh, da müssen wir doch rein. Das brennt doch nicht so aus Spaß hier. Sag ich ja. Okay, haben wir das nächste Puzzleteil. Bei dem Level, wo ich gerne auch mal versage. Was aber zum Glück im Let's Play noch nicht passiert ist, aber zumindest nicht bei diesem Level. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Zeit wird knapp. Aber wir haben es hinbekommen. Sehr schön. Damit haben wir 6 von 7. Ein Puzzleteil fehlt noch. So, der Löschtrupp ist unterwegs. Das war aber gerade sowas von knapp.
Nein! Nein! Wir hätten 100 pro über das Fass nach rechts gemusst, um das letzte Puzzleteil zu kriegen. Das ärgert mich jetzt. Ich wollte schnell drunter herrollen, aber ich glaube, wir sollten darüber springen. Also müssen wir hier nochmal ins Feuerwasser-Limbo. Ist auch Feuerwasser-Limbo, jawohl. Und rechts wird es auch zum Tempel gehen. Und das nächste Level, Raketenfassrock, scheint zwei geheime Ausgänge zu haben. Aber erstmal müssen wir nochmal in Feuerwasser-Limbo. Wir brauchen uns ja nicht mehr um die Kong-Buchstaben kümmern. Und ich meine, das letzte Puzzleteil finden wir tatsächlich am Ende des Levels nach dem Fass. Boah. Ja, wir können auch warten, bis du wieder auskommst. So, wir hatten doch gleich irgendwo eine Stelle mit so vielen Gegnern. Müssen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf Cranky oder so wechsle. Ja. Unten gab es, glaube ich, nur ein Puzzleteil. Das können wir ja ein bisschen beschleunigen. Das mal so machen. Ja, genau. Hier haben wir vier Gegner im Bildschirmabschnitt. Und das dürften wir auch gesammelt kriegen, jawohl. Und haben damit volle Lebenspunkte, Leute. Und das feurige Kerlchen rennt wieder wie wild rum. Ja, oh. Das wollte ich eigentlich machen. Naja, wir haben ja gut zusätzliches Leben angesammelt. So, Puzzleteil haben wir schon. Du kriegst die Säule auf den Kopf. Wir rollen hier mal schnell vorbei. Holen uns aber noch die Bananen und die Bananenmünze hier. Bananen, damit wir so ein bisschen wieder an unsere Stärke herankommen. Ja. Nicht mit mir. Ah. Aber wir könnten, ja, ich mache das Bonuslevel nochmal. Einfach nur, um unsere Stärke wieder aufzuladen, damit wir wieder volle Lebenspunkte haben. Oh, das war knapp. Nein, eine einzelne Banane. Wollt ihr mich veralbern? So. Jetzt ist die Stärke nämlich wieder aufgeladen. Und wir können... Oh, gar keine Vögel mehr da. Hm. Naja, wir kriegen ja noch Gegner, ne? Oder etwa nicht. Ja, komm. Nehmen wir ihn. Wir brauchen eh nur ein Leben. Tschüss. Das N brauchen wir ja eigentlich gar nicht, ne? Lieber hier in den Safe Spot. Nicht weiter Risiken eingehen. Es geht nur um das letzte Puzzleteil. Nicht Risiken eingehen und ich mach's trotzdem. Weg mit euch.
Das wollt ihr gar nicht. Egal. Holen wir uns noch eine Bananenmütze, würde ich mal sagen, ne? So. Na? Was hast du denn für ein komisches Timing beim Fliegen gerade, mein Freund? So, weg mit dir. Wir haben wieder Feuerregen. Da unten, das hatten wir. Jetzt haben wir noch diese blöde Passage. Moment, eins, zwei, beim dritten Mal hüpft er hoch. Sag ich doch, dass hier das Puzzleteil ist. Bam! Jawoll, jawoll, jawoll. Ha, dann haben wir auch das Level geschafft. Ja, wir sind bei über einer halben Stunde und dieses Level müssen wir dreimal machen. Ist ein Raketenfass-Level. Ich wag's ganz einfach, das in dieser Episode noch zu tun. Vielleicht werde ich es bereuen. Wir werden sehen. Ah. Das fand ich gerade nicht gut. Aber wir haben schon mal erste Puzzleteil wieder. Na, komm, die beiden wollen wir auch noch. Nicht zu weit vom Fass entfernen. Nicht, dass ich hier noch in den Abgrund stürze. Sehr gut. Wo ist der Fisch? Ich hätte ihn ja gerne. Ah, da haben wir auch das Raketenfass. Okay. Dann brauchen wir eigentlich auch keine zusätzlichen Leben. Bringt hier nichts. Starten wir die Rakete. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sich diese Rakete etwas schwerfälliger steuert. Oh. Ja, das war 100 pro Puzzleteil, Leute. Das war Absicht. Ja, bevor wir Level nochmal machen müssen, mache ich lieber einen Suizid, muss ich gestehen. Ich glaube, wir mussten die Bananenreihe komplett sammeln. Also nicht die, sondern die gleich nach dem... Boah, jetzt sag ich das klar. Das ist doch nicht wahr. Hallo Fisch. Vielleicht hätte ich das Level doch nicht mehr in dem Video machen sollen. Aber wir kriegen das schon hin. Wenn wir schon 99 Leben haben, dann müssen wir die auch nutzen. Und aufgrund der Bananen, die wir hier sammeln, kriegen wir das ja auch schnell wieder. Außerdem ist sie auch noch ein Leben. So. Das war ein Puzzleteil, das wusste ich doch. Das zweite von fünf. Da haben wir das O. Ein Herz. Bananenmünzenparty. Ah, und ein Puzzleteil.
hat uns zwar gerade verletzt, aber wir haben gerade den Checkpoint. Da oben das Puzzleteil haben wir auch noch bekommen. Das N auch noch. Was passiert denn hier alles? Ihr spinnt ja wohl. Oh, da oben wäre der erste. War ich gerade so auf den Ausgang fixiert. So, da wäre der erste geheime Ausgang. Da. Nein, wir haben das G verpasst. Wir haben das G verpasst. Ich lasse mich sterben. Weil wir müssen das Level ja eh ein paar Mal machen. Allein schon aufgrund der Anzahl der Ausgänge. Na, schon wieder. Das ist doch nicht wahr, Leute. Das ist doch nicht wahr. Okay, also lieber auf das letzte konzentrieren, wo das G auftaucht. Ja, jetzt haben wir es. Das hätte noch ein Puzzleteil sein können, aber... er fliegt ja hoch. Er fliegt hoch. Na, wir stürzen tief. Na, haben wir hier im Wasser noch ein Puzzleteil oder eher den geheimen Ausgang? Beides ist möglich. Nein, wir haben alle Puzzleteile. Das ist gut, das wäre der richtige Ausgang. Aber ich wette, dass wir im Wasser den zweiten haben. Ja, nur kommen wir ohne Dixie da nicht ran. Wir müssen also einmal mit Dixie das Ganze hier schaffen. Das heißt, wir können jetzt erstmal nur den normalen Ausweg nutzen. Haben aber dafür alles gesammelt. Und sind auch wieder bei 99 Leben. Ihr seht also, sich mal umbringen zu lassen, um an alles zu kommen, ist dann doch die schlauere Variante. Okay, ich werde jetzt erstmal versuchen, nicht den geheimen Ausgang zu nehmen, der sehr früh erscheint, sondern... das Level mit Dixie zu beenden. Das bedeutet, wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen nicht sterben. Dixie kriegen wir ja am Anfang, glaube ich. Hatten wir doch ein Fass hier, oder nicht? Hatten wir nicht ein Fass doch da hinten? Genau. Danke. Gut. Also nochmal rein hier. Das hat jetzt eher schon was von gemütlich fliegen hier, ne? Hier haben wir wieder die Bananenmünzenparty. 761, das Puzzleteil da unten ist irrelevant. Wir haben es ja schon. Hallo Tutorial-Schwein. Wir haben uns heute schon mal gesehen. Ein paar Mal. Denkt sich auch, warum fliegt der hier schon wieder lang? Ist er bescheuert? Oh, wieso bin ich denn da jetzt lang? Ja. Warum leicht, wenn es auch schwer geht, Leute? So, hier wäre der erste, aber wir müssen ja eh mit Dixie ans Ende kommen. Das will ich erstmal erledigen. Erstmal die schwereren Sachen machen. Das andere können wir immer noch nachholen.
Ja, die springen hoch. Und der bleibt unten. Und der springt wieder hoch. Ja, und damit haben wir das auch mit Dixie hier geschafft. Und, ja komm, A gedrückt halten. Ja, wow. Mal schauen, wo uns das hinführt. La Savanna. So, wir haben jetzt den Weg zu Swing die Storch freigeschaltet. Das obere Level ist der Kanonen-Kasachok. Und dann beenden wir jetzt das Level noch einmal. Und nehmen den ersten geheimen Ausgang, der ja schon etwas früher kommt. Bei einem Durchlauf, wo man nicht alle Kongo-Stamm sammeln könnte und auch nicht alle Puzzleteile. Da wir das aber schon erledigt haben, ist das eh egal. Das Level müssen wir ja so oder so dreimal machen. Also nochmal hier lang fliegen. Ich meine, ich finde das mit den geheimen Leveln ja eigentlich eine gute Sache. Aber ich finde, das hätte man anders lösen müssen. Dass wenn man den geheimen Ausgang findet, man auch den normalen freischaltet. Und dass man nicht zwei geheime in ein Level packt. Denn das wirkt jetzt ein bisschen... Oh, nicht, dass ich hier gleich sterbe. Ich sage mal, dieses Spielprinzip, dass man jetzt dieses Level dreimal machen muss, da könnte man dem Spiel vorwerfen, die Spielzeit künstlich in die Länge zu ziehen. Also mich stört es ehrlich gesagt nicht. Weil gerade hier können wir dann noch ein bisschen mit der Rakete die Steuerung nochmal verinnerlichen. Aber wenn das nachher schwerere Level sind... Okay. Dann baut man trotzdem Mist. Wenn es nachher schwerere Level sind, die man da zwei, dreimal machen muss, das wäre schon... ja, ärgerlich. Und ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich habe es angefangen zu spielen, weil ich die Switch, ehrlich gesagt, auch erst, ja, seit Weihnachten habe. Und mir dann natürlich Donkey Kong Country Tropical Freeze zugelegt habe, da ich eh gerade wieder im Donkey Kong Fieber bin. Habe es halt angespielt und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, über Video Capture Card kannst du daraus doch auch ein Let's Play machen. Okay. Nein! Ist es wahr? Brauchen wir hier etwa auch einen Begleiter? Ja, wir brauchen ja auch einen Begleiter. Also dürfen wir auch auf dem Weg dahin nicht sterben. Und wir bräuchten Cranky oder Dixie. Ich würde sogar eher Cranky mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der Aufschwung von Dixie da reicht. Also nochmal rein ins Raketenfassrock. In den Raketenfassrock. Also Rock von Musik, Rock und nicht von Damenrock oder Herrenrock. Ja, ich werde Cranky nehmen. Mit ihm schaffen wir auf jeden Fall diesen hohen Sprung. Bei Dixie bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ob da der Aufschwung reicht. Thank you.
Ah, Mann, die Bananenmünze. Das Einzige, was noch wirklich Sinn macht zu sammeln. Naja, man muss aber sagen, dass durch die Spielmechanik hier bei diesem Teil mit der Stärke, die man immer wieder aufladen kann, auch das Bananensammeln wieder Sinn macht, auch wenn man 99 Leben hat. Aber aktuell haben wir auch unsere Stärke aufgeladen, also daher ist das irrelevant. Ja, ich lasse hier viel liegen, aber lieber auf Nummer sicher gehen und mit einem Begleiter hinten ankommen, bevor wir das hier nochmal machen müssen. Denn dann wird es, glaube ich, doch langsam anfangen zu nerven. Oh ja, super. Das war nicht die beste Entscheidung, um zu bleiben. So. Ja, mit ihm reicht's, aber mit Dixie jetzt wahrscheinlich auch gereicht. Ich kriege jetzt nur noch Bananen. Und die eben wären auch sinnlos. Ich bräuchte ein paar Münzen. So. So, und hier hätten wir Rankenrumba. Okay. Wir kommen also in die Höhen der Savanne. Aber das machen wir natürlich erst im nächsten Video, denn jetzt sind wir schon bei über einer Dreiviertelstunde. Da will ich kein neues Level hier in Angriff nehmen, bevor ich hier wieder Gefahr laufe, zu überziehen. 99 Leben haben wir, 797 Bananenmünzen. Das heißt, wir können noch 202 sammeln, dann haben wir auch da das Maximum erreicht. Werde aber, nachdem wir diese Welt abgeschlossen haben, auch nochmal bei Funky vorbeigehen und mir ein paar Sammelfiguren erstehen und hoffen, dass wir unsere Sammlung etwas vervollständigen können. Und nachdem wir das gemacht haben, schauen wir uns dann auch in den Extras mal die ganzen Bilder und neuen Sammelfiguren an. Und was wir sonst noch so freigeschaltet haben, wie das Diorama zur zweiten Welt, das haben wir uns ja auch noch nicht angeguckt. Okay, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Donkey Kong Country Tropical Freeze wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.